Ja. Wieso denn? Aha. Ja. Ruft immer noch, ey. Hast du ein paar Stationen noch nicht Ich angeschrieben? komm erst später an der Reihe. Okay. Nächstes einmal Bottenbrunnen beim Kirchen. Hast du noch Kirchstetten. die Ansbach ist so angeschrieben? Ja. Kommt das erst noch ans Ja, Bogen? ja. Vorher kommt ja auch noch eine Ja. links hoch. Ja. Und da drüben ist das Stecken noch drin erfüllt. Was? Ja. Achtung, dass sie nicht umhaut. Quietschgeräusche. Ja, ging jetzt so gescheit. Deswegen gut, dass wir nicht auf der Dünnerfeldroute fahren nach Wien. Der braucht auch Stunden für seinen Köthen auf den Westbahnhof. Echt krumm liegt ungefähr in der Mitte zwischen St. Pölten und Wien Westbahnhof. Was? Ja, das war, dass ich geknickt. Der eine fährt nach Westen, der andere fährt nach Osten. Wie geht das? Ich jetzt was über Dünnerfeld nach Westbahnhof fahren, vom Städten nach Westbahnhof fahren. Es gibt ja die Gesetze aus von Duiner, über Duinerfeld nach Westbahnhof fahren. Bottenbrunn hat seinen alten Ding so lang verloren vor Jahren. Weiß gar nicht, wie das ausschaut. Aber an die Güterwaggons senken, wie muss ich noch an nach Bottenbrunn fallen. Der rechten Seite. Ja. Zwischen einem Eckbach und alles da bündig Ja. Richtung. Der Originalverkehr auf der ursprünglichen Weststrecke. Nein, der fährt ja ganz andere Route. Der Nein, ich fährt über meine Laben und. zwischen dafür, ja, Laben, die Richtung, oder? Der Bus hat den Sinn, dass Da man. steht ein Ja, der Bus hat den Sinn, um Hafeld mit Wien Westbahnhof zu Ja, verbinden. aber beim Kirchen vorne und wir haben einen Eckbach, die ja mit der Berufsschule
Ja. Mit der Porsche. Ja. Ah, der Bus aus Hafeld hat Sinn, um Hafeld mit Wien-Westbahnhof zu verbinden. Da hätte man dann in Eichgraben dann den Zug, in den Zug einsteigen kann. Westbahnhof kann ja genauso mit der Westbahn. Ja, aber über Dünnerfeld. Aber über Dünnerfeld ohne Halt. In Dien sind wir auch schon gefahren. Ja. Was die längere Strecke. Ja. Ja, ja. Ah, der Bus 450 hat den Sinn, um Hafeld mit Wien-Westbahnhof zu verbieten. Mein Hafeld, wo Hafeld nach Eichgraben mit dem Bus fährt, dann in Eichgraben in den Zug steigt. Ja. Ja. Es war nur den Sinn gehabt, noch schon, dass der Güterverkehr nach Hohenberg fließt. Das hat nur den Sinn gehabt, noch schon, dass die Strecke nach Hohenberg eh in Betrieb ist. Nein, ich glaube, jetzt wird die linke Seite wechseln. Die Aussicht links besser ist. Und da sind gar keine Wände. Um 9.36 Uhr sind wir in Eichgraben. In 20 Minuten schon. Da sind wir auch relativ hoch. Warum bist du jetzt genervt? Dann ist es eine Sache der Einstellung. Ich hab nur normal. Jetzt hast du ja auch normal gekriegt gehabt. Ja, ich pass mir aus, es ist bloß der Landschaft da. Manchmal ist eben links besser, manchmal rechts.
Jo. Ja, du musst. Jo. Seltsame Geräusche. Nächster heute ist Kirchgäten. Ja, Alex, ich kann lesen. Ja. Also musst du den Hals verrenken. Ja, ich kann auf die Dinger und die Hoppe eben. Ja. Ja. Alt und nicht gemeinsam. Das ist nur die Tiger, weil die Käfer auf dem Stuhl steht, also auf dem Ölkreis. Ja. Der kehrt auch irgendwie zum Bahnhof, zum Alten und zum Ölkreis. Ja. Dann haben sie da irgendwie Stier aus. Ah. Und keine Ahnung, ob das Gebäude noch zugänglich ist oder nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber es ist noch beschriftet noch. Und da haben sie Klosbauer. Aha. Jo. Aha, bist du heute in der Gegend herumgekommen? Ja. Da ist die Gegend weitläufig. Was? Ja. Die Westschicht geht natürlich oft durch ländliche Gegend, logisch. Aber alle Häuschen sind grundsätzlich ja heute.
Ja. Wo haben Sie die Aufwendung? Ja. Ja. Eine Linkbuch und dann eine Linkbuch steht, dann Ansbach und dann echt kommen. Ja. Und da bin ich gefahren. Ja. Viel Auto gefahren. Ah ja. Aha. Ah. Vor ein paar Wochen bin ich in der Lenkbach ausgestiegen gewesen. Und von der Lenkbach aus fährt der Eisbahn nach Wien Westbahnhof. Ich gehe Dosen nämlich. Ja. In zwischen der Lenkbach und Wien Westbahnhof gibt es die S50 nach Wien Westbahnhof. Ja, aber da bin ich auch schon gefahren mit der S-Bahn. Ja. Bin ich auch schon gefahren. Ja. Weil die S-Bahn hat nur mehr zwischen heute. Alle zwischen heute aus der Zwischenzahn zwischen der Lenkbach und Wien Westbahnhof. Aber es ist gescheit, also. Ja. Da fährt man einfach raus, wenn es so zeitmäßig ausgeht, wenn es passt. Ja. Und dann schaut man einfach, wann er fährt. Ja. Der Bus fährt nur alle 2 Stunden. Ja, das ist nervig. Das ist alle 2 Stunden ab 3:08. Du hast die Bahn irgendwie hecher. Der Lenkbach ist groß. Was? Aha. Und da ist die S-Bahn. Die endet in der Lenkbuch. Was? Das ist ein Kabelrollen. Ja, was sie? Ja. Der Lenkbach hat sich alles Gebäude vollständig behalten. Mhm. Vollkommen zugänglich inklusive Warteraum und Klo. Mhm. Was? Die Firma, oder? Ach so. Hexatronik heißt es. Ah ja. Ah ja, holt Ladeblatt und 2 Waggons. Ja.
Was? Der alte war nicht dort gestanden. Keine Ahnung. Ich hab nur die zwei Holzfahrer ganz am Holzplatz gesehen. Dann ist Maria Ansbach, aber das ist schon weggefahren. Ja. Der Lenkbachstadt kommt auch noch. Ja, was ich, hab ich ja gesagt. Ja. Und dann Ansbach. Ein hoches Viadukt über drüber da. Ja. Ist ein Glasbau. Ja, dort heißt noch die Lichter machen. Ja, aber gleichzeitig. Ja. Alte Holzraum. Mhm. Mit dem modernen Schild drauf. Mhm. Glas und Holz nebeneinander. Glas und Holz am selben Bahnsteig. Ja. Ja. Reckerwinkel hat auch sowas. Kreuzen ohne Halt. Ein Holz, der nur von der S-Bahn ist. Jo. Das Gebäude schaut ja auch sehr komisch aus. Ja. Und es ist offen. Firmen. 2 Minuten stehen wir noch, dann fahren wir noch bis 9.36 Uhr. Ja. Und wir sind gerade in ziemlicher Schräglage. Ja, aber das ist ja gleich noch gut, das ist praktisch. Ja. Ich meine, da merkst du, wie schief der Zug da ist. Ja, vor allem. Ja. Und da ist so ein komischer Stützgang an.
Ja. 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 Und da Monika ist der Businghafe da auch schon gewesen kurz. Ja. Der Buszug noch erfüllt. Und noch Hafe Zug fährt immer um halb alle zwei Stunden. Ja. Nein, halt, die S-Bahn bleibt da stehen. Ja. Die S5 zwischen der Lenkbach und der S-Bahnhof. Der Rex bleibt dort nicht stehen. Da wird man auch Schüler und so. Ja. Und da ist die Bahn ziemlich hoch oben. Ja. Da ist Tal so tief ist. Da hat man keinen schicken Lärmschutz wehnt. Und wie hoch ist das? Jo. Früher sind Rex jetzt an auf der Strecke gefahren. Früher. In Kürze erreichen wir Eichgraben, Altlenkbach. Vorsicht beim Aus- und Einsteigen. Mainz beginnt. Das wird gleich nehmen. Ja, hat man ja da überall auf das gekriegt. Ja. Kriegt nicht durchgehend zweigleisig. Von da sind es nur 30 Kilometer bis Wien, Westbahnhof. Ja, vor 4 Jahren auch mit dem Bus gefahren sind. 1. September 2019 oder so. Ja, das ist immer das 1. September hochgelegt. Ach so. Also jetzt wird kommen dort nicht. Ja. Logisch. Herr Rüben. Ja, weiß nicht. Ja, gibt auch Gleis für St. Pölten und eins für nach Wien. Eichgraben, Altlenkbach, Ausstieg in Fahrtrichtung.